Okay, Leute, ich habe mal so ein bisschen ein schwarzes Brett wie damals gegen Ende von World of Blinks 4 gemacht, wo ich da ja noch die ganzen Pläne und so aufgeschrieben habe. Habe ich jetzt auch hier gemacht, aber das ist hier nur auf die Starterbase sozusagen bezogen. Das will ich einfach kurz mal durchgehen. Also, wir haben vor, ganz wichtig, Terraforming um die Burg. Die Burg schwebt ja gerade noch so ein bisschen auf dem Berg. Das muss auf jeden Fall gemacht werden. Die Burg, also der Raum hier vor allem, muss noch eingerichtet werden. Der Keller unten, wo die ganzen Farmen und so sind, muss schön gebaut werden. Wir haben einige Farmen noch vor. Eine Bambusfarm, Melonenfarm, Kürbisfarm, Eierfarm, Chickenfarm und so. Wildschiff bezogen, wollen wir noch den Gang komplett fertig bauen und überall Wildschiffe reinsetzen eben. Ob wir die jetzt auch komplett brauchen im Moment, wissen wir nicht, aber vor allem einfach Wildschar da drin und dann können wir immer noch später Berufe geben. Ein Kistenlager wollen wir eben angehen und wir wollen noch Schafsfarm machen, dass wir sagen von jeder Wollefarbe ganz viel eben haben. Das ist so ein bisschen ein Punkt, den ich auch auf jeden Fall als nächstes mal angehen möchte, neben diese Wildschar fertig bauen, diese Boxen. Das ist jetzt erstmal der Plan und ich lege einfach mal mit dem Wildschar, glaube ich, los. Okay, Leute, Dodo hat bisher Netherite gefarmt, deswegen ich hier meine kompletten Tools jetzt upgegradet habe, wodurch das ganze Bauen besser sein wird. Manchmal der Brustplatte mal ein bisschen angefangen, dass die auch mit Netherite weitergeht. Wir können hier mit der Wege einen Schild abbauen, hier Villager fertig bauen. Das sind wir so gut wie fertig eigentlich. Also wir haben hier die Gänge komplett durchgezogen. Es fehlt noch in manchen Stationen Villager, aber das werden wir jetzt nach und nach machen. Es ist jetzt wirklich nur noch eine Handvoll an Villager, die da rein müssen. Dann ist das aber schon mal abgehakt. Hier wird fleißig eine Bambusfarm von Dodo gebaut. Und Dodo hat, glaube ich, das Ganze hier um zwei Blöcke auch schon verrückt. Also das ist auch ganz geil. Da wir jetzt auch in letzter Zeit sehr viel eben gebaut haben hier, diese Burg, möchte ich auf jeden Fall mit einer Farm als nächstes weitermachen und dann möchte ich mit der Schafsfarm anfangen. Das heißt, die Schafsfarmen, dafür brauchen wir das Eisen aus unserer Eisenfarm, was ich jetzt schon mal zwei Stück Eisenblöcke mal habe, die ich jetzt dafür nutzen kann. Und wie geht so eine Schafsfarm nochmal? Wo mehrere Schafe in einem Ding drin sind und dann so über Wasser transportiert werden. Achso, nee, das wäre so eine große, ich will so mehrere kleine Boxen von jeder Wollefarbe. Mal kurz überlegen, wenn wir da zweimal Mangrovenstämme machen, machen wir hier auch zwei, einfach zu Wir müssen einheitlich. unbedingt nochmal Holzfarmen, Mangrovenfarmen bauen. Also Ja, Holzfarmen. irgendwie in die Richtung. Eigentlich muss ich die Farm auch direkt schön bauen, weil es ist wieder, hat wieder mit Mobs zu tun und es ist halt dann ekelhaft. Wenn ich das im Nachhinein schön bauen würde. Ey, Mann. Hier Stufe, da unten kommt die Kiste hin, wo die Items hinkommen. Ich brauche erst gar nicht anfangen zu bauen, weil mein Grobenholz fehlt und ich muss auch unter der Kiste alles hier schön bauen. Ich finde es auch lustig, dass wenn du jetzt einen Hopper-Minecart abbaust oder Minecart mit einer Kiste, dass die Kiste nicht mehr extra droppt und der Hopper auch nicht. Ah, bleibt ein Minecart oder wie? Ja. Kisten-Minecart. Ja. Geil. Also hier muss noch ein Ding hin, damit die Kiste noch geöffnet werden kann. Hier kommt jetzt eine 3x3 Grünfläche hin, I guess. Da brauche ich dann Glas, was gerade gebrannt wird. Gebrannt wird. Gebrannt wird. Hier kommt ein Werfer hin. Der muss irgendwie gesteuert werden mit einem Hopper und einer Kiste, wo wir dann Eisen, nee, Scheren. Verdammt. Dodo. Warum steht die Wand direkt? Warum? Überlegen, überlegen. Das da anschauen, wenn das Schaf das frisst. Es funktioniert nicht, perfekt. Der muss nämlich hier, dass das hier angeschaut wird, dieser Grasblock. Dass das dann ausgelöst wird, wenn das Schaf eben das mäht, wird es ausgelöst und dann machen wir das, genau. Müssen jetzt ganz viele Scheren rein. Ich glaube, ich tue die Farm noch mal eins nach rechts verrücken. Warum wir kein Eisen haben, weil die ganze Eisengolben hier draußen Warum ist diese Farm auf einmal so komisch? Mir kommen da gerade so ein paar Gedanken rein, die mir gar nicht gefallen. Also hier müssen erstmal zwei Trichter hin, genau. rumrennen. Also, hier muss der dahin. Zack, zack. Pisten hin. Da muss ich jetzt diesen Dirtblock ins Minecart Und reindrücken. wir sollten da drüber Genau. schreiben, was der kann, der Villager. Oder was der tradet. Das können wir auch machen, Das ja. ist eine gute Aufgabe für dich. Ich glaube, so langsam kann jetzt das Schaf rein. Das Glas wird jetzt dann hier noch platziert, damit das Schaf, damit die Erde, das Gras schneller hier in die Mitte wächst, dass das Schaf dann wieder fressen kann. Sagst du eher orangenes Glasfarbe oder rot?
Mangroven würde ich vielleicht rot, oder? Ich orange. Dann probieren wir mal. Es funktioniert, ja. Kann ich den mal dahin platzieren gleich. Also, Lichtblock hier hin. Dann kann ich hier noch kurz ausfüllen. Dann würde ich das Glas an den Farben, wo du schon gebaut hast, aber auch durch farbiges austauschen, oder? Ja, ne, ich hab's bloß erstmal so, dass es halt nicht wegfällt, so groß. Ja. Ich müsste dich da oben auch noch was hinsetzen, aber habe ich noch nicht. Oder wollen wir für jede Schafsfarbe sozusagen die Farbe als Glas verwenden? Ich glaube, das wäre sogar am klügsten, oder? Dann kann man direkt unterscheiden. Das könnte man auch machen. Ja. Was ist? Ja, ich glaube, wir machen es so. Ja, Bambusfarm funktioniert. Doch rot sagen, oder? Sollen wir die einfach komplett rot platzieren? Ja. Die Kisten sind voll. Ja, Kistenlager ist auch sowas, was wir jetzt unbedingt mal machen müssen. Das erste Schaf lassen wir dann auch erstmal weiß, würde ich mal sagen. So, du hast noch eine Leine, oder? Ich habe eine Leine, ja. Dann würde ich das vielleicht sogar mit einer Leine machen und nicht mit Weizen. Hi. Guck mir nicht so an. Du musst hier drin bleiben. Zack. Ist drinne. Jetzt kann ich hier noch weißes Glas hinmachen. Und das war's erstmal mit der Farm. Die müsste dann schon einsatzbereit sein. Nice. Wurde auch schon geschert, während ich gerade das nach hinten geschoben habe. Du musst noch ein Glas haben. Und die Wolle wird schon mal gesammelt, also Farm funktioniert. Packt man noch weißes Glas davor und dann ist diese Kammer auch komplett fertig. Und wir können jetzt anfangen, die nächste zu bauen und das nach hinten ziehen. Wie weit können wir nach da hinten eigentlich? Weißt du das? Oh. Nicht weit. Oh. Deswegen ja. Habe ich dir aber letztes Mal schon gesagt. Das macht jetzt meinen kompletten Plan kaputt. Also können wir 6 Farmen hier hinbauen. Wie viele verschiedene Farbstoffe gibt's? Weißt du das? 16. Ja, ich glaube 16. Also wir machen so, dass wir nicht von jeder Farbe eine Wollefarm machen. Wir machen 6 Wollefarmen und tun dann die dem einfach ändern, weil ich habe jetzt auch keinen Bock da, 16 mal diese gleiche Farm zu bauen. Wir sagen einfach, wir machen da 6 und dann können wir ja je nachdem ändern. Ich glaube, das reicht, weil ich glaube, von jeder Wollefarbe brauchen wir doch nicht alle. Das ist zumindest mal fertig, die Farm. Und jetzt kann ich, können wir das noch 6 mal bauen und das wird jetzt erstmal viel Arbeit. Yay. Das sind 5 Blöcke, Abstand. Und das habe ich mir so angesehen und dachte mir, Bruder, das sieht scheiße aus. Dann dachte ich, ja okay, tue ich halt noch ein paar Trapdoors hier so einarbeiten, aber es fehlt hier trotzdem noch was. Irgendwie da unten oder nur dieses Mangrovenholz. Dieses Wanddesign werde ich bloß etwas anders dann auch komplett hier irgendwie einarbeiten. Deswegen sollte es jetzt schon irgendwie gut aussehen. Also wenn du mich fragst, vielleicht wäre irgendwas Grünes geil. Also irgendwie so ein bisschen Laub oder so. Aber ehrlich gesagt, zu knallig, oder? Ja, ja, das ist halt die Frage, was er nimmt. Also ich denke mal, wenn er alles in diesem roten Ton oder in dem rotbraun macht, ich brauche auf jeden Fall, wird's relativ trist. Ja, genau, das ist mein Problem gerade. Ich meine, hier da hinten bei den Bildschirmen, da geht's. Aber warte mal, ich habe jetzt gerade noch eine andere Idee. Ich würde sagen, den hier mach. Ja, das macht deutlich mehr aus. Schwarz im Kontrast. Weil der Hintergrund einfach so ein bisschen schwarze Tiefe. Ah, gefällt mir nicht. Kannst du auch, aber ich würde es nicht rausstellen lassen. Wenn, dann würde ich das hier mit einbauen. Hier mit einbauen? Ja. Ja. Wenn du die Wand eine Tiefe geben willst, aber anders würde ich es nicht machen. Dann müsste ich aber das hier doch eins... Warte, dann verstehe ich deinen Punkt. Ja, aber dann würde ich das hier auch noch eins nach hinten setzen, oder? Wenn das funktioniert. Hast du eine Art Säule erschaffen? Ja, doch, das gefällt mir, glaube ich, besser. Mach doch in die Mitte auch so eine Halfschlepp rein. Oder so eine Treppe. So dann. Ja. Ja, ja, gut. Das können wir machen. Statt dem Fenster könntest du auch eine Pane einsetzen. Ja. Okay, Leute. Ich habe jetzt mehr oder weniger die Schafsfarben gebaut. Insgesamt 6 Stück in Grün, Gelb, Hellblau, Rot, Orange und Weiß. Einfach so ein paar Farben, die eigentlich ganz nice aussehen, dachte ich mir. Die Schaffwand brauchen wir jetzt nicht direkt für irgendwas, aber es ist ganz nice, hier und da Teppich zu haben, generell Wolle für Betten und sowas. Oder man kann es auch einfach für größere Buildings zum Skizzieren verwenden, wie wir eben das schon oben in der Burg damals mit Cobblestone und Erde gemacht haben. Es bietet sich einfach an, diese Farm relativ früh zu bauen, weil das sind noch nicht die effizientesten, dafür halt sehr kompakt und klein.
Und wenn wir dann die irgendwann später brauchen, haben die in der Zeit genug produziert so. Und wir haben so viel Eisen, dass wir auch unendlich Scheren haben. Jetzt habe ich hier mehr oder weniger schon ein bisschen angefangen, ein paar Säulen reinzumachen, weil eines der nächsten Ziele wird auf jeden Fall das Kistenlager sein. Dann wird hier mal Platz für eine Doppelkiste eben sein. Kann man sagen, stecken das so ein bisschen ab. Das wird eben eines dieser nächsten Ziele werden. Die Schafsfarm von der Liste abhaken. Dodo hat unten eben die Bambusfarm gebaut. Das heißt, das hier können wir auch abhaken. Also die Liste wird immer weniger.